Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zur zweiten Folge vom XCnet-On im OMSI 2, dem Bus-Simulator, dem Omnibus-Simulator natürlich, wenn man es ganz genau nimmt. Ja, wie schon angekündigt, sind wir heute in der zweiten Mission, ich sage mal Mission, natürlich Szenario, im zweiten Szenario. Und ich lese euch mal ganz kurz vor, worum es dabei geht. Das werde ich jetzt mal machen, einfach damit ihr wisst, was euch erwartet. Das kann man nämlich im Handbuch nachschlagen. Also, Wochenende in Telto, in Klammern leicht. Samstag, 16.16 Uhr, Winter, 29.12.12. Ja, 16.16 Uhr, weiß ich gar nicht, ob es 16.16 Uhr ist. Schon ziemlich dunkel, kann aber sein, weil ja Winter ist. Wir starten an der Waldschenke in Stahnsdorf, da sind wir auch gerade, am westlichen Ende von der Map, sozusagen. Und die Beschreibung ist kurz, unterwegs auf der Ost-West-Achse durch Telto und Stahnsdorf. Am Ziel gibt es eine Überführungsfahrt, zurück geht es als 601. Ja, das werden wir machen, wir werden auch als 601 zurückfahren. Und los geht es eben, wie gesagt, auf der Expressbuslinie X1. Dabei gibt es noch ein paar Besonderheiten, die erzähle ich euch gleich. Erstmal wundere ich mich gerade, warum hier ein BVG-Fahrplan ist, obwohl hier keine BVG-Linie hält, oder? Nein. Okay, das ist ein kleiner Bug. Das ist ein bisschen schade, dass es so ist. Es sollte auch reine HVG-Haltestellen geben. Aber gut. Ich gehe kurz auf Pause, weil wir müssen eigentlich schon losfahren. Ich habe die Linie ein bisschen, oder das Szenario ein bisschen modifiziert. Und zwar einfach so, dass es ein bisschen realistischer ist. Ich habe mir hier diesen Bus geschnappt, den Mercedes-Benz Citaro, und habe einen Havelbus-Repaint drauf geklatscht. Link zu dem Repaint gibt es in der Beschreibung. Ganz einfach aus dem Grund, weil es ist sehr komisch, man spawnt, also wenn man das Szenario startet, dann spawnt man in einem ganz normalen Eindecker BVG MAN-IN Bus und das war mir dann doch ein bisschen zu unrealistisch, weil erstens fahren diese alten Busse nicht mehr in echt, die sind auch 2012 schon nicht mehr gefahren und erst recht gar nicht in Telto, ja, weil der X1 ist keine BVG-Linie, genauso wenig wie irgendeine andere von den Linien, die hier in Stahnsdorf fährt. Es gibt zwei BVG-Linien, die nach Telto reinfahren, aber keine, die nach Stahnsdorf reinfährt. Und in dem Sinne war es mir dann doch ein bisschen realistischer, vor allem weil eben auf der X1 aus eigener Erfahrung auch größtenteils solche Havelbus-Gelenkbusse fahren. So, dann können wir weitermachen. Hier ist übrigens auch schade, dass hier ein BVG-Anzeiger ist. Das ist nämlich auch nicht richtig. Also, sage ich auch gleich noch ein paar Sachen zu, aber Telto ist meiner Meinung nach ein bisschen... Ja, man hat das Gefühl, es wurde ein bisschen vernachlässigt, ne? Wenn man sich das hier so anguckt. Hier unten steht jetzt auch gar nicht die Station, okay. Soll vielleicht ein bisschen abheben von den Berliner Anzeigern, aber ich meine, hier ist das BVG-Zeichen drauf. Das sind eindeutig die Berliner Daisy-Anzeiger und die haben hier in Brandenburg nichts zu suchen. Es gibt keine Daisy-Anzeiger in Brandenburg. Hier gibt es vielleicht Anzeiger, aber das sind keine BVG-Daisy-Anzeiger. Und das ist ein bisschen schade, weil das so ein bisschen dieses Telto-Stahnsdorf-Feeling kaputt macht. Und noch mehr kaputt gemacht hätte es natürlich, wenn ich hier jetzt mit einem Berliner BVG-Bus gefahren wäre. Und hier sowas hier zum Beispiel, so eine alte BVG-Haltestelle, die hat ja eigentlich auch nichts zu suchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da ist. Also da hätte man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben können, um Telto eben auch endgültig realistisch zu machen und eben Berlin auf ein Niveau zu heben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich starte jetzt erstmal, also ich lasse erstmal die Fahrgäste rein. Können Sie bitte die Heizung aufdrehen? Ja, wir sind natürlich im Winter, deswegen muss ich die Heizung aufdrehen. Und machen wir mal so, sup auf heiß und sup auf... doll. Na, so. Ist immer komisch, wenn man die Maus anders ziehen muss als... Na, so, Sie haben ja keinen Fahrschein ausgegeben. Fahrschein. Was ist denn jetzt? Danke. Was ist denn jetzt? Sagt sie, während ich den gerade ausdrucke. Hallo, bist du bescheuert? So, hier haben wir übrigens das richtige Netz von Stahnsdorf, Telto und Kleinmachnow. In Kleinmachnow kann man, glaube ich, gar nicht so wirklich fahren. Genau, das ist hier nördlich von Stahnsdorf. Das ist gar nicht dabei. Das ist so dieser Teil, den ich mir vielleicht noch ein bisschen gewünscht hätte hier. So mit diesen Verbindungslinien nach oben. Und da gibt es hier, wie ihr seht, auch diese dunkelgrüne Linie, die 623. Die kann man hier auf dem Berliner Teil fahren, weil die ja neben dem X10 fährt. Und diesen Teil kann man eben nicht fahren. Das ist halt ein bisschen schade. Hätte ich mir vielleicht gewünscht, das hinzuzupacken. Und die andere BVG-Linie, die nach Telto fährt, ist hier die 184. Die fährt hier so runter. Allerdings fährt die bis zur Wartestraße eigentlich, also ist es hier eine etwas ältere Karte, weil da wird ganz oft mal was verändert hier am Linienverlauf in Telto. Ja, und wir fahren jetzt also quasi von, lass mich gucken, das ist natürlich alles ein bisschen verschwommen. Hier ist die Waldschenke in Stahnsdorf und wir fahren jetzt hier einfach die schnellste Strecke durch bis zum Teltower Bahnhof, der etwas weiter außerhalb ist.
Ja, hier unten sind noch Güterfelde, Schenkenhorst und Sputendorf ist es, glaube ich. Aber das ist auch alles nicht dabei. Also ist es eigentlich noch viel größer und vielfältiger hier. Aber es ist schon mal in Ordnung, was hier umgesetzt wurde. Zumindest von der Größe her. Aber wie gesagt, einige kleine Details sind leider noch ein bisschen unrealistisch. Aber gut, 16.18 Uhr, wir haben jetzt schon 5 Minuten Verspätung. Scheiße, ey. Nein, komm, wir fahren jetzt mal. Gucken mal, wie weit wir kommen. Geplant ist es eigentlich jetzt alles zu fahren aus dem Szenario. Mal gucken. Achso, ich habe die Pfeiler noch aus. Machen wir mal kurz an und dann gucken wir, wo es lang geht. Nach links. Und dann kann ich ja erstmal kurz anfangen. Na, ganz kurz sage ich noch eine andere Sache. Noch ein Detail, was mir nicht so gefällt. Ist wirklich ein Detail, aber wenn man sich auskennt, dann ist es eben doch ziemlich schwerwiegend, muss ich leider sagen. Als Berliner kennt man sich dann eben leider auch ein bisschen aus. Hallo, 601, das sind eben diese älteren Busse. Die haben auch ein HVOS Repaint, aber in der gespeicherten Situation, die wir geladen haben, hier, die man lädt im zweiten Szenario, gibt es eben dieses Repaint nicht. Das hier ist übrigens auch sehr komisch, aber das wird wohl so sein in echt, gehe ich mal von aus. So, wir können fahren. Wenn ich jetzt die Haltestelle weiterschalte, fällt euch vielleicht auch eine Kleinigkeit auf. Machen wir mal. Waldschenke. Mache ich hier übrigens manuell in dem Bus, ist nun mal so. Ich muss aber nochmal weiterschalten. Stahnsdorfer Hof. Ja, der Gong. Der Gong ist der BVG-Gong, hat eben auch in einem Havelbus nichts zu suchen. Da hätte man auch vielleicht, wenn man schon sagt, okay, man setzt den realen BVG-Gong um, dann warum nicht auch den Telto-Gong, also den Havelbus-Gong umsetzen. Ich weiß gar nicht, wie der geht, um ehrlich zu sein, aber das ist auf jeden Fall anders. Weil es ist ja eben einfach so, und deswegen verstehe ich auch nicht so richtig, warum Telto so ein bisschen vernachlässigt wirkt. Die Map hat ja als Telto angefangen. Die erste Version dieser Karte hier war Telto und da gab es eben Teltoalinen und so weiter. Und früher hieß die Karte auch noch Telto, da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet. Deswegen ist es komisch, weil Telto ist jetzt nicht irgendwie mal so 0815-mäßig dazugekommen, als kleines Schmankerl noch zusätzlich zu Berlin. Sondern es ist ja andersrum, Berlin ist ja später dazugekommen. Ja? Hallo. Das heißt, eine Kurzstrecke. Es ist ein bisschen komisch. So, warte mal ganz kurz, ich habe ja hier D-Mark. 2, 4, 6, 8, 50, 60. Okay. Und eben so dieses mit der Ansage, das mit den Daisy-Anzeigen, das kommt dann halt alles zusammen. Mit diesem X10-Fahrplan da drin, das sind alles natürlich kleine Details, aber ich meine, warum sage ich das? Indem ich mich über so kleine Details beschwere, ist es eigentlich nur ein Lob für das restliche Add-on, weil das nämlich bedeutet, dass ich es ihm zugetraut hätte. Ja, weil. Nach dem, was ich bisher in Berlin so gesehen habe, nach dem, was ich auf dem X10 erlebt habe und auch auf dem 115er, war mein Eindruck einfach makellos. Es war wirklich alles perfekt. Ja, mir ist wirklich kein Fehler aufgefallen. Es war so akribisch bis ins letzte Detail, habe ich euch auch gezeigt, an dem Beispiel Haltestellen Maszelendorf-Eiche, dass da auf so viel geachtet wurde, auf die verschiedenen Linienarten. Die Daisy-Anzeiger waren realistisch umgesetzt, die Art und Weise, wie man ansagt, der Bus war perfekt umgesetzt, die Linien von der Umgebung, alles total realistisch und detailliert, ja. Von daher habe ich eben so dem Add-on zugetraut, dass die gleiche Qualität auch in Telto gegeben ist, was eben aber leider nicht der Fall ist, ja. Natürlich hier die Umgebung wird wohl ungefähr mehr oder weniger richtig sein und es ist auch schön, dass die Havel-Bushaltestellen dabei sind, aber ich glaube, die gab es auch schon, die Havel-Bushaltestellen. Also bin ich so ein bisschen der Meinung, man hätte in Telto bzw. Stahnsdorf, ist ja auch mehr oder weniger dasselbe, ja, so ein bisschen, ja, fehlt eben noch dieses letzte Quäntchen an Details, was es eben auch genauso perfekt gemacht hätte wie Berlin. Eben diese Telto-Anzeiger und auch, dass man ein bisschen mehr eben auch auf die Busse achtet, die in Telto fahren, ist auch so ein bisschen, dass mit dem Repaint stimmt, in der gespeicherten Situation und so weiter und so fort. Pushkinstraße. Vielleicht werden wir noch mehr erkennen mit der Zeit, weiß ich nicht, ich bin in X1 oder irgendwas in Telto noch gar nicht gefahren. Nur mal kurz den X10. Zur Ramradbrücke. Sonst aber nichts. Da ist mir auch schon ein bisschen aufgefallen. Sind halt ein bisschen zu viele Berliner Elemente in Telto, die ja eigentlich gar nicht hingehören. Und ich weiß euch, ich glaube, der 184er ist auch nicht umgesetzt, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass ich Mist erzähle. Also da gucken wir dann nochmal. Solche Freiflächen sind wahrscheinlich auch in echt da, von daher will ich mich da nicht drüber beschweren. Ja? Da vertraue ich einfach mal drauf, dass es wirklich so ist, weil Telto ist ja auch noch ein bisschen ländlich im Vergleich zu Berlin, also kann das gut sein. Schwarzer Weg.
deutlich realistischer, wenn wir mit so einem schönen Havelbus Citaro hier langfahren, als mit so einem alten, mega lauten, rotzigen Mercedes. Was war das? Mercedes? Nee, MAN. Wie hießen die MAN? GN. Das hier ist Mercedes und der andere war MAN, genau. GN oder EN, wie auch immer. Bus, Diesel. Mag ich halt nicht so, weil die so mega laut sind einfach. So, haben wir es. Bitteschön. Ich bin auch vielleicht ein bisschen durch den Wind, wie ihr vielleicht merkt. Es ist schon ein bisschen später und ich bin noch ziemlich müde, muss morgen auch früh aufstehen, aber ich hatte einfach zu viel Lust weiterzumachen, weil ich eben auch total positiv überrascht und ja, glücklich über das Feedback, die Resonanz der ersten Folge bin. Ihr habt unheimlich viel Kommentare geschrieben und habt dort auch ausgedrückt, wie sehr ihr euch freut, dass es weitergeht und das motiviert einfach, ne? Und ihr habt auch Daumen hoch gegeben, es waren am ersten Tag gleich 100 Aufrufe, was einfach super ist. Also da freue ich mich einfach drüber. Das zeigt, dass ich hier auf jeden Fall nichts Falsches mache, wenn ich so vergleichsweise schnell wieder weitermache. Und ich mache das ja auch nicht nur ausschließlich, weil ihr es möchtet, sondern natürlich auch, weil ich es möchte. Und das ist auch ganz wichtig. Weil man macht YouTube auch nicht nur für die Zuschauer, sonst wäre es nämlich ein Zwang. Man macht es auch ein bisschen für sich. Und am besten ist es doch, wenn beide Spaß haben. Zuschauer und Feuerwehr. Und Let's Player selbst. Und in dem Fall ist es eben so. Was ich sehr schön finde. Ich würde auch gern... Hallo? Achso, ich muss hier manuell aufmachen. Hier ist übrigens, so sieht es von drinnen aus. Ich würde gerne auch die KI-Liste ein bisschen modifizieren von der Map. Da war gewünscht, dass ich mal ein Tutorial mache, wie man AI-Listen oder KI-Listen verändert, bearbeitet, dass sie vielfältiger werden. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich mal ein Tutorial anhand von der X10-Map, was man da alles so machen kann und wie das funktioniert. Und das könnt ihr dann auf alle möglichen Maps übertragen, dass ich das dann eben anhand von dieser Map mache. Also da noch ein bisschen Geduld, weil das ist ein bisschen aufwendiger, weil ich mir da auch im Voraus überlegen muss, wie ich das genau mache, damit es auch ordentlich ist und damit es auch vor allem verständlich ist. Also jetzt in einer Woche aufnehmen wird ein bisschen schwer, da komme ich auch nochmal zu, warum das so ist und so weiter. Jetzt wollte ich aber erstmal kurz was zur Linie sagen. Ich hoffe, das leckt jetzt hier nicht zu viel. Da vorne haben wir einen X10er sogar, glaube ich, oder? Ist ein X10er? Ja. Der X1 könnte man sich jetzt wundern, wenn man auf die Karte guckt, warum ist es eine Expressbuslinie? Hier ist übrigens Wartestraße und hier ist der 184er, also alles gut. Natürlich ist der umgesetzt, was sage ich denn da? Das ist die andere BVG-Linie, die nach Teltow reinfährt. Und genau so einen Bus haben sie uns eben vorgeschlagen für den X1 vorhin. Wie gesagt, nee, mache ich nicht, habe ihn gleich weggepackt und habe dafür den hier geladen. Die Wartestraße ist so ein bisschen der zentrale Umsteigepunkt hier in Teltow West. Guten Tag. Weil hier unheimlich viele Linien fahren, wie ihr seht. Bitte. Ja, das sind die ganzen Linien. Die wenigsten davon sind auch umgesetzt, oder einige davon. Hier der 184er fährt zum S-Bahnhof Südkreuz. Und ich warte noch auf den Fahrschein. Na doch, hier sind schon eine ganze Menge Linien umgesetzt. Und hier eben wieder der BVG-Anzeiger. Ich warte noch auf den Fahrschein. So, Fahrschein. Ja, das macht einfach ein bisschen kaputt. Es tut mir leid, ist aber. Ich habe so einen falschen Fahrschein von Ihnen bekommen. Kurzstrecke, sorry. Hallo, entschuldigen jetzt kommt Sie. Der raus. Ich weiß gar nicht, war das jetzt ein Havelbus-Fahrschein? Jedenfalls kein BVG-Fahrschein. Wir haben jetzt zu wenig Rückgeld. So, warte mal, 65, so. Man muss mal ein bisschen überlegen. Hallo. Mit der Kasse, weil es die D-Mark-Kasse ist. Genau, ich wollte gerade sagen, X1, Expressbus, warum hält der jetzt überall? Komisch. Das wird auch bis zum Ende so bleiben, dass wir an jeder Haltestelle halten. Das liegt an zwei Sachen. Einmal ist der X1, wie man an der Liniennummer erkennen kann, äquivalent zur 601, das heißt, die haben dieselben Linienverläufe ungefähr und dieselben Start und Ziele ungefähr. Ja, in so einem Potsdam dasselbe Ziel und in Teltow fast. Weil beide Linien nämlich eigentlich gar nicht Stahnsdorf-Waldschäcke enden, sondern westlich weiterfahren bis nach Potsdam, bis zum Potsdamer Hauptbahnhof. Und warum ist der X1 eben ein Expressbus? Das liegt an zwei Sachen. Einmal hier in Teltow und auch in Potsdam ist die Fahrtstrecke direkter. Ja, das heißt, der 601 fährt immer so ein paar kleine Umwege. Was eben bei dem X1 nicht der Fall ist. Der fährt eben immer den direkten Weg.
So wie hier auch, der 601, wo sind wir gerade, Havelstraße. Der fährt hier zum Beispiel nicht mehr. Der ist jetzt schon irgendwo links abgebogen, fährt einen kleinen Umweg. Und zweite Sache ist, dass in Potsdam ein paar Stationen auch übersprungen werden vom X1. Also dadurch hat er eben seine Rechtfertigung. Hier in Teltow und Stahnsdorf wird nichts übersprungen, aber auf der Potsdamer Seite, die eben hier nicht umgesetzt ist, fährt er auch an ein paar Stationen rüber. Also hat alles seine Richtigkeit und der X1 hat eben auch seine Berechtigung, weil als sehr wichtige Verbindung zwischen Teltow, Stahnsdorf und Potsdam ist er eben wirklich die Hauptachse und von den meisten Leuten benutzt, weil wer setzt sich schon gerne den 601er, der da fast eine Stunde braucht von Potsdam nach Teltow? Ganz ehrlich, das muss sich keiner antun. Außer man wohnt natürlich an der Zwischenhaltestelle. Striewitzweg. Da hat man dann wieder dasselbe Problem wie auf dem X10er da, da haben wir ja schon drüber geredet. Vielen Dank übrigens auch für eure Zusätze da auch zu dem Hallo. Thema, fand ich auch Guten sehr Tag. Interessant. Und da kann ich auch mal zum nächsten Thema kommen, ganz kurz. Achso, ich vergesse, ich komme nicht klar mit den Türen, das ist immer so schön alles automatisch auf den anderen Fahrzeugen und hier muss man alles manuell machen. Ist immer nicht so leicht, sich umzugewöhnen von Bus zu Bus. Genau, so. Kurz die nächste Haltestelle ansagen. Jahnstraße. Und auch vielleicht mal kurz durchatmen. Schon grün. Okay, ich habe manchmal die Tendenz, sehr, sehr schnell und sehr viel hintereinander zu reden. Ist immer ein bisschen blöd. Vielleicht auf Dauer ein bisschen anstrengend. Nächstes Thema. Ich hatte ja gesagt, dass ich mal am Kudamm Hotel gearbeitet habe. Das ist jetzt inzwischen vorbei. Inzwischen bin ich gerade dabei, ein Praktikum zu machen bei der BVG. Was ich sehr interessant finde. Ach Mensch, die Kirche. Das ist gut, das gefällt mir wiederum. Und das mache ich als Studienvorbereitung, weil ich bin jetzt fertig mit der Schule und ich würde gerne nächstes Jahr anfangen zu studieren und da so in die verkehrsplanerische Richtung zu gehen. Und da braucht man eben ein Pflichtpraktikum und also bei einem Verkehrsbetrieb. Ich musste nicht die BVG nehmen, aber da sich das halt angeboten hat, weil ich in Berlin wohne, habe ich mir gedacht, gehe ich mal zur BVG. Was ist jetzt los? Okay. Wohlsdorfer Platz. Und das ist auch super interessant. Da bin ich halt für 3 Monate da, ist auch unbezahlt, aber halt Vollzeit, Montag bis Freitag. Das bedeutet, ich bin so immer gegen 17 Uhr zu Hause und das ist einfach ein bisschen spät, wenn man dann noch aufnehmen will, weil man hat ja auch noch andere Sachen, die man zu tun hat. Man will eben auch sich mal zurücklehnen und vielleicht mal eine Runde auch offscreen zocken. Und ich muss halt jeden Tag dann quasi in der Woche 5.45 Uhr aufstehen. Ist halt nicht so ideal, aber naja, ist nun mal so. Mache ich aber gerne dafür, was ich mache. Man nimmt unheimlich viel mit. Ich bin im Bereich Omnibus. Also genau das, was mich interessiert. Und da kann man ja auch schon so ein bisschen Wissen mitbringen aus dem Omsi. Und das ist einfach extrem witzig, wenn man dann so ankommt da und dann reden die über die Sachen, die einen interessieren und die man eben auch als Hobby macht. Zum Beispiel hier auf YouTube im Omsi und so weiter. Da gibt es Umläufe und Dienstpläne und Fahrpläne und Linienpläne und so weiter und so fort. Und das ist eben die echte Welt. Was es noch viel interessanter macht, finde ich einfach sensationell. Ne? Kann man sich vielleicht vorstellen, da mit Experten sich zu unterhalten, aus den verschiedenen Abteilungen und so weiter. Man nimmt unheimlich viel mit, macht viel Erfahrung, man macht auch selber was. Da ist ja auch viel digitalisiert, man macht vieles am Computer und so weiter und so fort. Das hat auch viel mit Plänen zu tun, also vor allem mit Zeitplänen, weil was ganz wichtig ist, im Prinzip Thema Nummer 1 ist bei der BVG Omnibus, ist eben die Pünktlichkeit, ja, viel Pünktlichkeit und Fahrzeit und so weiter und so fort. Weil Straßen sind ja so komplex, ja, viel komplexer als so eine U-Bahn zum Beispiel, weil man muss auf so viel achten. Was sind die Kriterien, wo eine Haltestelle hinkommt und so weiter. Und immer diese Ersatzverkehrplanung. Jeden Tag ist in Berlin irgendwas los, wodurch man Ersatzverkehr planen muss. Und so weiter und so fort. Und es ist einfach super interessant, da mal hinter die Kulissen reinzuschauen.
Und ja, das ist im Prinzip auch genau das, was mich interessiert. Also falls ihr auch interessiert seid, so was ich mir vorstellen kann, wenn ihr zuguckt, dann macht das auch irgendwann mal, dass ihr so ein Praktikum macht bei einem Verkehrsbetrieb. Vielleicht auch in etwas größerem, das ist unheimlich interessant. Und man, wie gesagt, man unterhält sich auch viel mit Menschen, die sich da auch auskennen, beziehungsweise viel besser noch auskennen. Man kann seine Fragen stellen und viele interessante Kuriositäten auch verstehen und so weiter und so fort. Was einfach super toll ist. Und ich merke gerade, dass es doch ein bisschen länger dauert, sodass wir das mal so machen werden, dass wir die das Szenario trennen werden in zwei Folgen. Dass wir den 601er quasi in der nächsten Folge machen, die dann aber auch relativ bald kommt. Aber ja, ich dachte irgendwie, der X1er, den hätte man so nach 10 Minuten erledigt, aber das ist wohl nicht so ganz der Fall. S-Bahnhof Teltowstadt, Marloer Straße. So, S-Bahnhof Teltowstadt. Mal gucken, wie das hier so aussieht. Habe ich auch übrigens gleich noch eine interessante Anekdote, die ich euch verraten möchte. So, ganz kurz Leute reinlassen, Leute rauslassen. Guten Tag. Und auch in der letzten Tür. Ach so, natürlich. Und Fahrkarten kaufen, sonst meckern die wieder die ganze Zeit. Einmal bitte Kurzstrecke. Und man muss auch sagen, es ist ein unheimlich nettes Arbeitsklima, also unheimlich nette Atmosphäre. Danke. Eine Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke. Upp. So, dann gucken wir uns mal an. Ah, da stehen S-Bahn-Züge. Das ist ja echt cool gemacht. Und die klingen auch, glaube ich, sehr realistisch. Ey, das ist wirklich... Das ist unfassbar, aber ich muss gerade echt mal sagen, dass die S-Bahn-Züge hier realistischer aussehen als in so manchen Zugsimulationen. Also das ist echt super gelungen, muss ich mal sagen. Ich sehe gerade zum ersten Mal die S-Bahn-Züge auch von innen so detailliert. Das ist einfach genau der S-Bahn-Zug. Natürlich könnte man es noch besser texturieren, ist ja egal, aber die sehen echt super aus. Vor allem die Anzeige ist total richtig und die Form und alles, auch wie die klingen, ist genau richtig. Und natürlich fährt hier auch die S25 und die fährt auch nach Hennigsdorf. Also ist alles richtig und das sieht hier auch genauso aus. Bin ich beeindruckt. Das ist echt gut gelungen hier, der S-Bahnhof. Und man hat hier eben Teltowstadt Marloer Straße und hier auf der anderen Seite hat man irgendwo Gonfreville Straße. Das ist hier, das ist auch eine Endstation. Hier fährt der X10er auch hin. Ja, und hier fährt eben die S25. Aber finde ich sehr gut, ist sehr gut gelungen. Ich würde gerne mal, finde ich auch cool, dass die Türen so aufgehen, so richtig und alles. Hier haben wir auch einen Kurzzug und einen längeren Zug und so weiter. Echt super. Gefällt mir echt. Die ist ja auch relativ neu noch, die Station. Ich glaube, die wurde 2007 oder so eröffnet. Wenn mich nicht alles täuscht. Ungefähr so vor 10 Jahren. Im Groben. Und das war eben sehr wichtig, diese Verlängerung der S25 von Lichterfelde Süd nach Teltow. Weil, der bisherige Bahnhof, der Regionalbahnhof, der ist eben wirklich außerhalb, ziemlich weit außerhalb. Und das hier ist wirklich so im Herz von Teltow. Von daher eben auch sehr viel wichtiger und besser benutzt als der Teltower Bahnhof, weil man da einfach, der ist einfach nicht zentral genug, ist einfach so. Hallo Kollege X1, wie ihr seht, auch Gelenkbus. Also auf dem X1 fahren eigentlich fast nur Gelenkbusse. Was hat man da? Da hat man einen 600er. Was ist das denn? VTF. Ja, Teltow Fleming. Okay, das ist auch umgesetzt. Das ist auch eine Verkehrsgesellschaft, die nach Teltow reinfährt. Aber meines Wissens nach ist das keine Linie 600. Das muss ein Fehler sein. Das müsste der 700 irgendwas sein. 704 oder irgendwie. Kann ich jetzt nicht gucken. So, kurz ansagen. Gustl-Sandner Straße. Übrigens auch sehr cool mit dem Blindenstreifen hier. Hat so ein bisschen was vom Bahnsteig. Also Teltow ist schon wirklich nicht schlecht, ne? Man merkt auch einen Unterschied zu Berlin und so weiter. Alles toll, schön und gut, aber eben diese Details. So, Gustl-Sandner Straße, das heißt, wir haben noch drei Stationen. Das reicht dann erstmal für eine Folge. Ich will euch auch nicht immer zukleistern. Ich
muss auch ein bisschen durchatmen, ihr müsst auch ein bisschen durchatmen und dann fahren wir eben nochmal die 601 zurück. Das gehört eben doch dazu. Es gibt auch eine kleine Überführungsfahrt, die können wir jetzt in der Folge noch machen und dann können wir in der nächsten Folge direkt durchstarten auf der 601. Das geht jetzt auch immer geradeaus hier auf der Straße. Das ist ja auch eine der Strecken, die man schon in der ganz frühesten, in der allerfrühesten Version von Telto fahren konnte, meines Wissens nach. Oder in einer der ersten, Telto 2.0 war das. Ich weiß gar nicht, ob es 1.0 überhaupt gab, aber wenn dann, dann war es. War es ein nasser Furz, mehr nicht wahrscheinlich. Bei allem Respekt natürlich, sorry. Blumenstraße. So, hier ist überhaupt nichts. Hier muss man einfach in der Hundekacke aussteigen. Ist auch gut, einfach nur eine Haltestelle. Ja, wir kommen jetzt halt an den Stadtrand, ne? So groß ist der Telto auch nicht. Hinten dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. So, dann kommen wir dazu. Alter, 7 Minuten Verspätung, was ist denn los? Ja gut, wir haben jetzt natürlich am S-Bahnhof nochmal ein bisschen getrödelt. Aber das gibt auf jeden Fall super Potenzial für weitere Berliner Maps. Also diese Karte hier, da kann man auf jeden Fall super die Sachen mitbenutzen. Und eben auch so die S-Bahn-Züge und sowas. Finde ich super. Der Omsi ist noch lange nicht an seinem Zenit, bin ich der Meinung. Da wird noch eine ganze Menge kommen. Vielleicht wird er eines Tages, so in 30, 40 Jahren, wird er der große Teil Berlins umgesetzt sein, um sie, wer weiß. Das ist natürlich alles nur Wunschdenken und Träumen, aber... Ja, vielleicht so aus jedem Stadtteil so eine Linie, das wäre doch toll. Natürlich gibt es neben leider noch 100 andere Linien. Man hat jetzt schon angefangen, sich nach Chicago zu trauen. Irgendwann wird man sich, weiß ich wohin, trauen. Und es wird immer mehr Möglichkeiten geben, weil die Payware-Add-on-Entwickler natürlich auch immer deutlich kreativer sind noch als Hobby-Add-on, als Hobby... Ja, Add-on kann man sagen, ist natürlich kein Pair-Add-on, aber auch Hobby-Add-on-Ersteller. Weil man natürlich, wenn man weiß, dass man Geld dafür bekommt, natürlich auch deutlich mehr, also bereit ist, viel mehr dafür zu tun. Das macht man dann auch wirklich beruflich. Ja, und dass man eben, das ist halt, man entwickelt eben ein Spiel. Und wenn man eine kostenlose Add-on-Map fürs Omsi-Forum entwickelt, dann ist man natürlich, macht man das so nebenbei, man hat noch andere Verpflichtungen, da kann man auch nicht so viel erwarten, aber eben. Gerade wenn jetzt wirklich die Tendenz dazu geht, immer mehr Payware-Add-ons zu machen, was ja durchaus im Moment der Fall ist, dann bin ich zuversichtlich. Ja, wenn ein so ein Payware-Add-on wie das hier gleich mal so viel mitbringt, dann warum nicht? Ich meine, Berlin ist zwar eine große Stadt, aber da ist auf jeden Fall noch eine ganze, ganze Menge Potenzial. So, und jetzt kommen wir auch schon am Bahnhof Telto an, unsere Endstation. Bahnhof Telto. Und man sieht schon, dass es hier ziemlich ländlich schon ist. Hier oben fahren die Regionalzüge, da oben haben wir den Bahnsteig. Ach, da steht sogar einer gerade. Ist ja auch schön. Ich glaube, der RE4 hält hier. Ist aber eigentlich keine DB-Linie, sondern eine ODIC-Linie. Aber das ist auch nur eine kleine Sache, die unrealistisch ist. Sieht auch super aus, der Zug, muss ich sagen. Ups. Ja, sieht super aus. Ist zwar keine Anzeige, aber kann man akzeptieren. Jetzt fährt er los. Ja, vom Sound ist auch super. Signal geht auf Rot, alles super realistisch. Also die Züge sind echt toll umgesetzt hier, muss man sagen. Außer natürlich eben dieses kleine... Kann auch sein, dass ich mich gerade irre, aber ich bin der Meinung... Ja, wir können natürlich schon längst fahren. Aber ich bin der Meinung, dass in Telto nur der RE4 hält. Der RE5 fährt ja auch lang, aber der hält nicht. Und der RE5 ist eine DB-Linie, aber der RE4 ist eine ODEC-Linie. Naja, ist auch so ein kleines Detail. Da wollte man natürlich extra noch einen ODEC-Zug umsetzen, weil die sehen natürlich ein bisschen anders aus. Sind auch Doppeldecker, aber die sehen doch schon ziemlich anders aus. So. Dann machen wir mal zu, fahren zur Wendestelle. Beziehungsweise, wenn es überhaupt eine gibt, ja, wird es wohl geben. Wobei wir ja gar nicht zur Wendestelle müssen. Pass auf, dann mache ich mal Folgendes. Schalten wir um auf 601, schalten vor bis Telto Bahnhof. Bahnhof. So dass, falls wir jetzt einen einsammeln können auf dem Weg, dass der einfach mitfahren kann, so wie der hier zum Beispiel. Da muss er jetzt nicht auf den echten 601er warten. Wir haben jetzt sowieso eine Überführungsfahrt, deswegen sind wir mal so nett und nehmen die Leute mit. Sind ja nur zwei Stationen, aber genau deswegen kann man ja auch mal ein bisschen ein Auge zudrücken. Vielleicht darf man das auch eigentlich gar nicht, aber. Was ich auch gelernt habe, Betriebsfahrten, Leerfahrten und so weiter sind unbezahlt bei der BVG. Genauso wie Haltezeiten an den Endhaltestellen. Was echt ganz interessant ist. Also es wird wirklich nur jede Fahrtminute bezahlt. So, wir müssen jetzt eigentlich da rumfahren und den Fahrplan abgeben.
Haben wir noch einen Fahrplan? Ah ja, genau, da ist schon die Überführungsfahrt drin. Teltow Bahnhof, Siegelshorst, Abfahrt 16:57. Alles klar, perfekt. Dann können wir jetzt gleich durchfahren. So ist ja die Mission. Ich sag jetzt einfach Mission, es ist schon okay. So, hier ist eine kleine Verengung und man merkt schon, ja, der Bahnhof Teltow, also wenn man jetzt da weitergefahren wäre rechts, dann wäre da sofort Teltow vorbei. Also da kommt man dann völlig in die Wildnis quasi. Wir sind ja am äußersten östlichen Rand von Teltow. So, wer muss jetzt warten? Das wüsste ich jetzt nicht, ist nicht klar vorgegeben. Ich bin mal so freundlich, weil ich weiß, dass der hier wahrscheinlich nicht gewartet hätte. Aber hier müsste eigentlich so ein Vorfahrtsschild sein. Naja, gut. Nächster Halt. Tulpenweg. Tulpenweg. Mal gucken, ob der da aussteigen möchte, ob da jemand noch einsteigen will. Sehr unwahrscheinlich. Wie spät haben wir es eigentlich? Würde mich mal interessieren. Es ist tatsächlich 16:30 Uhr. So, hier keiner. Es wirkt schon ziemlich dunkel, ne? Aber naja. Gut. So, erstmal auch durch. Mann, diese unnötigen Verengungen, ey. Aber das ist natürlich genau mit Absicht gemacht, dass man hier nicht so schnell fährt. Das ist auch so ein Ding, was ich gar nicht so richtig aus Berlin kenne. Aber hier parkt auch niemand am Straßenrand. Ja, ist schon ein bisschen... Hier ist so eine kleine Siedlung. Siedlung Siegelshorst heißt es. Siegelshorst. Das ist eben der Unterschied auch vom 601er zum X1er. Der fährt hier noch ein Stückchen weiter. Aber mehr ist auch nicht. Und hier ist eben schon die Wendestelle. Das ist ja auch wieder halt eine BVG-Haltestelle. Warum hat man nicht sich die Mühe gemacht, dann noch eine Teltow-Haltestelle als Ersatz zu machen? Verstehe ich nicht unbedingt. So, jetzt haben wir die Fahrplanauswertung. Und in der nächsten Folge fahren wir dann den 601er zurück. Warum mache ich das jetzt nicht noch hier rein? Weil der nämlich noch viel länger dauert als der X1. Ich habe jetzt keinen Timer gestellt, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal lang genug für eine Folge. Also, das war der X1er und noch das kleine Stück der 601. Und jetzt fahren wir die 601 eben zurück nach Stahnsdorf zur Waldschenke, weil es eben noch zum Szenario, zur Mission dazugehört. Hier steht jetzt erstmal noch vor dem Hauptbahnhof. Da würde er eigentlich hinfahren, in echt. Ziemlich lange Linie. Eben auch wegen dieser ganzen Umwege. Mehr dazu in der nächsten Folge. Und ich hatte noch gesagt, dass ich euch noch was Interessantes sagen will, was ich bei der BVG mitbekommen habe. Aber das mache ich dann auch in der nächsten Folge. Kann man sich auch mal ein bisschen aufsparen, also schaut dann rein. Und dann sage ich erstmal danke fürs Zuhören, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ja, ich versuche auf jeden Fall demnächst auch mal mit City Skylines anzufangen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr da Lust drauf habt oder nicht. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, ciao!